Amt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es... Wundert euch nicht wegen der Geräusche, das kommt von meinem Controller. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages... Ist mir auch völlig sieht egal. Sieht aus, als ob der Imbiss einen neuen Frittierkoch bekommt. So super. Ich sag nur eins. Sachte mit dem Senf und extra Gewürzgurken. Der Test ist scheiße. Hören Sie, in Ihrem Alter war ich genauso unausstehlich. Ich nahm den GOAT nicht ernst. Und wo bin ich gelandet? Unter uns? Der ganze Test ist ein Witz. Wenn Sie das Ergebnis nicht mögen, kann ich Ihren GOAT ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Lassen Sie es mich nur wissen. Das ist natürlich super. Sprengstoff kann man eigentlich lassen. Aber ich setze für den Anfang erstmal was auf Reparieren. Und auf Sprache. So. Perfekt. Mit dem, das Ding mit der Sprache, das ist später wichtig in... vielleicht nicht im nächsten Part, aber im, vielleicht im übernächsten Part. Ich komme darauf wieder zurück. Ach Gott. Sogar ein armer Mensch ist jetzt nicht zu retten. Also was machst du? Wo ist die schon auf? Sieh mal genau wie dein Vater. Du solltest diese Dinge wissen. Aufwachen! Los, aufwachen! Ich werde nicht da sein, um deine Hand zu halten. Na los, du musst endlich aufwachen. Was ist denn los? Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Wie das heißt, Papa ist weg. Er hat die Wort verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und mein Vater, er ist ziemlich ausgerastet. Was ist denn passiert? Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute meines Vaters, sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott, du musst gehen. Sofort. oh Gott, alles okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Ach Gott. Ja. Offenbar nicht mehr. Aber willst du mir ehrlich sagen, dass du davon nichts wusstest? Er hat dir wirklich gar nichts erzählt? Nein, er hat mir wirklich gar nichts gesagt. Das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Vielleicht hätte Jonas es dir alles erklärt. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen.